Männer. Auf mein Zeichen geht's los. Da kommen sie. Und los. Überfall. Haha, wir rauben euch aus. Ja. Alle machen wir Platz. Her mit dem Geld. Kiki, was ist denn hier los? Na, ich bin der Räuberhauptmann. Wir spielen Überfall. Wir rauben alle aus. Die ganze Welt. Die Armen. Och, ihr armen Püppchen. Ich stell euch wieder hin. Ich helf euch. So, du und du. Was ist mit deinem Bein los? Hat der Räuberhauptmann dich so schwer verletzt? Ach, schnell, bringt euch in Sicherheit. Ricky, du bist einfach zu gut für diese Welt. Ich spiele doch gerade nur Räuber. Und ich spiele jetzt mit. Na gut, von mir aus. Also ich plane jetzt mit meinen Jungs den nächsten Raubüberfall. So, Männer, ich habe den perfekten Plan. Also, du kommst von links und haust dort auf den drauf und du von rechts machst die Hundewache und ich nehme mir dann den großen Schatz. Ach, du armes kleines Mädchen, hast du dich verlaufen? Komm, ich bring dich wieder nach Hause zu deiner Mama. So, alle Männer bereit und los geht's. Ach, wer hat denn hier so eine blöde Blume hingemacht? Ha, die schmeißen wir um. So, Chef, hol dir den Pokal. Ja, der Schatz ist unser. Oh, die gefährliche Königin. Boah, dich machen wir platt. Der Schatz ist unser. Eine schnappen wir uns. Ach, ihr armen Prinzessinnen. Komm, setzt euch hier erstmal hin. Da könnt ihr euch erholen vor den Räuberschreck. Und auch du arme Blume, komm her. Ich tu dich wieder einpflanzen hier. So, Männer, das habt ihr richtig gut gemacht. Von dem Schatz habe ich uns neue Waffen gekauft. Jetzt sind wir mächtig genug, dass wir den wunderbaren Pilz von der Prinzessin angreifen können. Haha! Achtung, nicht erschrecken. Ich bin hinter euch. Die Räuber kommen gleich und wollen euch ausrauben. Schnell, rennt um euer Leben. Schnappt euch auf. Hey, Ricky, was soll denn das? Du kannst sie doch nicht warnen, bevor wir kommen. Du machst doch mein ganzes Spiel kaputt. Aber die armen Püppchen, die können doch gar nichts dafür. Na, gib sie jetzt her. Ich will sie jetzt ausrauben. Nein, das mache ich nicht. Doch, das machst du. Hast du denn keine Angst vor dem großen Räuberhauptmann? Ha? Nein, nein, hab ich nicht. Gib her. Ich will die jetzt ausrauben. Nein. Gib die Männer sofort her. Nein, das mache ich nicht. Dann hol ich sie mir. Probier's doch, probier's doch. Na, warte. Das Gebet, was Jesus uns gegeben hat, das wie ein roter Faden ist, wie wir mit
Gott reden können. Und als allererstes können wir ihm sagen, dass er unser Vater ist, weil er ist unser Vater, der immer für uns Zeit hat, zu dem wir immer kommen können. Und dann lasst uns ihn groß machen, ihn danken, weil er ist es einfach wert. Er ist so, so viel für uns. Sag ihm, was er für dich ist. Und dann dein Reich komme. Lass uns dafür beten, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, weil er meint es gut mit uns und weiß, was gut für uns ist. Und lass uns beten, dass einfach das, was im Himmel ist, dass das auch hier auf der Erde ist, so wie Gott es uns verheißen hat. Und genauso können wir dann aber auch unsere Bitten zu ihm bringen, ihm sagen, was wir brauchen. Und auch da, wo Schuld in unserem Leben ist, wo wir Hilfe brauchen, wo es uns vielleicht auch schwerfällt, anderen zu vergeben, können wir ihn um Hilfe bitten. Und auch da, wo wir herausgefordert sind, wo Schwierigkeiten in unserem Leben sind, Versuchungen fallen, dürfen wir ihn um Hilfe bitten, beziehungsweise ihn auch bitten, dass er uns bewahrt. Und das Ende vom Gebet, das wollen wir uns heute noch anschauen. Wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da. Hey, du, Kiki, ich glaube, die Kamera läuft gerade. Denkst du? Ach, ist das hier der Input von der Esther? Da muss man doch immer so sinnvolle Sachen sagen, die die Kinder lernen können. Sowas wie, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder Pflicht. Oh, Maddie, bring den Kindern doch nie so einen Quatsch bei. Ich glaube, die Esther kommt schnell. Oh, und heute ist dran, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das ist nochmal ganz am Ende vom Vater unser, dass wir uns daran nochmal erinnern. Und ich sehe heute gut aus, oder? Erkennt ihr mich? Richtig, Robin Hood. Wisst ihr, bei Robin Hood war es auch so ähnlich. Und zwar hat er im Königreich von König Richard gelebt und hat dort für Recht und Ordnung gesorgt, weil Prinz John da alles runtergewirtschaftet hat und in der Zeit, wo der König nicht da war, einfach ganz viel Schaden angerichtet hat und Steuern eingezogen wird und das voll kaputt gemacht. Und genauso ist es auch bei uns in der Welt. Gott hat die Welt geschaffen und wunderbar gemacht und liebt die Menschen und all das. Aber der Feind ist gekommen, um zu zerstören. Und wir können aber, indem wir beten und auch in dem, wie wir leben, sagen, denn dein ist das Reich. Du regierst hier, du sollst hier das Zepter in der Hand haben. Und wir können wie Robin Hood oder wie Regie sein Reich mit in diese Welt bringen. Aber wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Alleine ist das einfach zu schwer. Aber Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Sein ist die Kraft. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und mit seiner Kraft können wir es schaffen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen und sein Reich in diese Welt zu bringen. Und als letzter Punkt, und dein ist die Herrlichkeit. Und auch auf dieser Welt dürfen wir Gottes Herrlichkeit schon ein Stück weit erleben und sehen, wenn wir ihn einfach begegnen, ihm ganz nah sind und können das auch anderen weitergeben. Und das finde ich so, so cool. Und ich glaube, dass wir noch viel, viel mehr davon dann in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott im Himmel sind, in Ewigkeit erleben dürfen. Und darauf können wir uns schon freuen. Und wir wollen jetzt zum Abschluss unserer Serie nochmal gemeinsam das Vaterunser beten. Und dafür dürft ihr gerne aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.